Bescheiden. Bescheiden. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, na gut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Eine neue war ja eigentlich, wurde von eurem Rivalen erforscht. Ja, war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir dann doch die Steinmauern gebaut haben, auch wenn es ewig lang gedauert hat, bis wir die dann hatten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das hat uns ja dann doch nur wieder Ressourcen gegeben, ne? Ja. Aber jetzt sollen sie langsam mal hier die Wohnhäuser ausbauen. Das wird langsam nicht mehr lustig. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ah, endlich ein Wohnhaus. Und direkt ist das Bevölkerungslimit wieder erreicht. Oh Mann. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das Gebäude ist gerade gebaut. Zack, direkt voll. Heftig. Gebäudeausbau fertiggestellt. Baum, ba-baum, ba-bum, ba-dum, ba-dum. Kommt, mehr Häuser, mehr Häuser. Upgrade die direkt nochmal hier. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ach, schon wieder direkt Maximum. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier los, ey? Keine gehobene Nahrung mehr. Ja. Ich glaube, ich sollte mal. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Machen wir mal so. Machen wir so. So ist schön. Dann darüber. Na komm. Boah, guckt euch diese Liste da mal an. hier ein Lagerhaus dran. Hier auch ein Brunnen dran. Und dann kommen hier nämlich Schweinezuchten hin. Damit hier mal die Produktion ein bisschen angekurbelt werden kann. Und dann setzen wir hier nämlich noch einen Metzger dran. Und dann sollen sie sich mal ihre eigenen Sachen krallen, um mehr herzustellen, damit sie nämlich immer was da haben. Das ist einfach eine viel schnellere Produktion. Auch wenn es gar keinen Zusatzeffekt hat, außer dass sie halt eine Wurst dafür verwenden, zwei zu machen. Also im Prinzip macht man nichts anderes, als wenn man eine einfache Nahrung in eine große, macht man eben eine große zur großen. Aber der Unterschied ist halt, sie können ihre eigene Verpflegung direkt wieder aus dem Lager nehmen. Das sollte eigentlich gut funktionieren, ne? So. Hat er jetzt angefangen? Pack mit dem Teufel. Ach Gott, das ist natürlich, das habe ich auch immer gern gehabt, hier dieses Pack mit dem Teufel Ding. Das hat mir auch immer gut gefallen, Geld zu bekommen, wenn man andere tötet. Kann ich nachvollziehen, mein Freund. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Hä? War da jetzt nichts mehr drin? Oh! Das heißt, wir bringen gerade... Ah, da ist es. Mal gucken, was wir dafür bekommen.
Ich jetzt mal gespannt. Ihr habt eine Quest erfüllt. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Hä? Geheime Verführung, Pakt mit dem Teufel. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Okay. Das heißt, wir bekommen das, obwohl er das gerade macht, oder was? Das ist doch mal geil. Wir haben... Das ist doch mal endgeil jetzt. Wir haben im Prinzip die Sachen erforscht, ohne hier Geistliche zu verwenden, woran er jetzt gerade noch am Forschen ist. Eigentlich müsste das ja dann jetzt für uns auch zählen hier. Das steht ja hier. Das ist natürlich cool. Dann haben wir ja das, was ich so gerne habe, trotzdem noch. Das ist geil. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Ist doch egal, die haben wir doch auch. Ne. Haben wir ja auch, du Lutscher. Du Nixkönner. Das ist natürlich gut. Der hat immer noch nur 3 Leute. Der kriegt nix dazu. Und der hat immer... Ne, der hat schon 16. Oha. Tja. Oh, was wird hier gerade gebaut? Oh, unsere Kirche wird endlich ausgebaut. Das heißt, wir haben gleich einen Pater und dann können wir mitforschen. Dann geht hier aber die Post ab. Das sage ich euch, Leute. Wie sieht das hier aus, logistisch gesehen? Wohnhäuser nach vorne, sag ich. Ihr habt Erfolg. So, Kirche ausgebaut. Pater bauen. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen 6, 3, 9, 3. 9, 3. 9, 3. 9, 3. Und wir brauchten 4... 4, 2, 1. 4, 2, 1 und 9, 3 macht 13, 5, 1. Wir haben 16, 8. Perfekt. Und dann bauen wir nochmal so ein paar auf Reserve. Ja. Falls sie uns überbieten, können wir nochmal drüber halten. Aber der Pater ist wichtig. Deine Technik ist nicht so geil. Ah, hier können wir auf Geologen umschalten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Dann haben wir hier nämlich eine neue Steinequelle. Übrigens, liebe Leute, nicht verpassen unser neues Projekt Torchlight 2, mittlerweile schon längst in den Startlöchern. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, schaut doch da mal rein, ein Let's Play Together mit der Steffi zusammen. Wer hätte es gedacht? Aber es lohnt sich. Mega lustig, viel Action, heikle Bosskämpfe haben wir gehabt. Bis jetzt zumindest. Kann man nicht meckern. Und wir haben auch schon Steffi mit ihrem Ausraster. Aber ich glaube, der ist noch nicht oben. Aber da kommt ein Ausraster. Also wenn ihr den Ausraster von Steffi nicht verpassen wollt, dann schaut rein, Leute. Tut mir leid, Steffi, aber ich musste das gerade so ankündigen. So. Gehobenes Wohnhaus ist gut. Kommt jetzt hier ein Pater? Kommt ein Pater, verdammt! Pater! 22 Einheiten. Scheiße. Wir müssen, glaube ich, auch einen neuen General. Kunibert!
Kunibert. Geil. Den heuern wir auch mal an, den Kunibert. Ist der Pater jetzt da? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Nein, er ist noch nicht da. Was soll denn das? Wo ist der Pater? Der Pate! Wo ist der Pate, wenn man ihn braucht? Steffi lacht. Bruder! Nein! Ich will den Paten! Novize, Bruder, Novize, was soll denn das? Der böse Blick, Questbelohnung. Hilfe, 30 Münzen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wo ist der Pate? Don Padre. Och, jetzt... Verarsch mich doch nicht. Jetzt mach keine Musketiere mit meinen Einheiten. Jetzt mach einen Paten. Oh, Kunibert ist auch da. Gut. Dann können wir dem Kunibert als nächstes ein paar Einheiten geben. Und mit dem hier, nämlich ganz flink hier hoch. Och, Mensch, Leute. Was fehlt denn hier? Ich hab doch alles. Scheiße, ich hab kaum noch Fleisch. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Mist. Jetzt weiß ich, was fehlt. Ja, machen wir das mal hier auf der Gegenseite. Gebäudeausbau fertiggestellt. Kacke! Schweinezucht, Schweinezucht. Wo ist das verdammte Scheiß Wurstfleisch hin? Doch nicht. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Das ist unglaublich, ey. Wir können so viel machen, Leute. Und die lassen uns einfach nicht. Keine Würstchen für den Paten. Welch trauriger Tag uns hier ereilt. Der Pate bekommt keine Würstchen. Und wir... Kein Paten. Unglaublich. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja. Was soll ich da noch zu sagen, Leute? Funktioniert halt doch nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Also, ich kann da auch nicht mehr jetzt zu sagen. Ah! So, musste mal raus. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie viele Leute sich gerade erschrocken haben. So. Verdammte Axt, was ist denn das jetzt hier wieder für ein Kack? Jetzt bau diesen scheiß Paten. Ich hab 13 Würstchen habe ich. Gibt ihm doch eins. Zwei. Okay, er will zwei. Dann gebt ihm zwei. Ich habe mich schon gewundert, warum da eins drin ist und immer noch kein Pater da. Verdammt. Er will doch nur noch ein Würstchen. Oh, da kommt ein Würstchen. Ist das für den Pater? Komm, gib dem Paten ein Würstchen. Och, komm. Sei gut. Komm bitte. Geh in die Kirche, geh in die Kirche. Er geht in die Kirche. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und er baut einen Pater. Ja! Ausgebaut.